Ihr habt jetzt mittlerweile auch die gleichen oder ähnliche Schlüsselbunde. Es sind immer so fünf Schlüssel dran, minus ein W3, weil die dann abgebrochen sind. Aber im Prinzip verfügt ihr über alle Schlüssel, die ihr jetzt braucht. Nun, ich habe immer noch keinen unserer Gefangenen gesehen. Können wir vielleicht... Also ihr sagt, die anderen sind da vorne in dem Trakt und ich zeige auf diese Tür. Die anderen Gefangenen oder die anderen Wachleute? Naja, erstmal die anderen Gefangenen, meinte er. Und hier sind keine Oger mehr und wenn jetzt noch welche Piraten auftauchen, dann soll's so sein. Nun ja gut, dann wenn ihr das die Erde erweisen möchtet... Ja, ich gehe auch weiter vor. Ja, ihr könnt dann im Prinzip auch ohne weitere Vorkommnisse den östlichen Trakt durchsuchen. Es dauert ein bisschen länger, weil die Räume ein bisschen verschachtelter sind. Aber nach einiger Zeit findet ihr jemanden in einer zerschlissenen Offiziersuniform. Eine, ja, Generalin, die einen fehlenden Arm hat. Sie liegt in kaltem Schweiß auf einer zerschlissenen Pritsche, zittert am ganzen Leib und ihr fehlt der linke Unterarm, der wohl nicht abgebissen, sondern herausgerissen worden ist. Zulamin, ich glaube, ich habe unsere zukünftige Freundin oder was auch immer die Frau ist gefunden. Die sieht so aus, als möchte die dich kennenlernen. Ich muss noch einen Piraten umbringen. Mit diesen Worten würde ich zurückgehen. Sitzt der Pirat noch in der Zelle? Der ist noch in der Zelle. Töte ihn. Ich hab nichts gemacht. Nee, aber ich hab, was ich will. Vielleicht nicht der... Ja, okay. Wie sieht der die Admiralin aus? Ist der frisch ausgerissen oder schon älter? Verbunden schon, irgendwie? Schon länger. Nee, nicht verbunden. Ja, so Zulamin nähert sich ihr. Zulamin al-Shabra. Geweihte der Roten Raja, wir sind gekommen, um euch zu retten. Könnt ihr stehen? Ich muss es wohl. Ihr habt sie besiegt, alle? Nicht Gondrek, er scheint nicht hier zu sein. Du kannst Angst in ihren Augen aufflammen sehen. Ist er noch irgendwo hier? Er wird euch nichts tun. Er ist in der Stadt. Dann müssen wir so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ja, kommt. Sie hilft ihr auf. Hab Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich würde ihr den Astraltrank reichen. Den Astraltrank? Den Heiltrank, Entschuldigung. Den Heiltrank, den ich von Serpentier bekommen habe. Hier, das könnte helfen. Ich nehme an, den Arm habt ihr nicht mehr? Was? Den Arm. Er hat ihn vor meinen Augen gefressen. Ja. Hier, trink das. Nun, zu schade auch. Da können wir wohl nichts mehr dran machen. Ich würde den Heiltrank anbieten. Ja, sie greift mit ihrem letzten verbliebenen Arm den Trank, kippt ihn sich runter im Vertrauen auf euch, mustert euch natürlich vorher mal nochmal, aber eine Geweihte der Reihe, irgendwelche Magier, auch wenn sie schwarze Magier sein mögen, einen riesigen Chor geweihten, das erkennt sie natürlich und so stürzt sie den Trank nach unten und wischt sich dann die verbliebenen eingetrockneten Tränenreste in ihrem eingeröteten Gesicht ihre Hände oder ihre Hand zittert dann auch weniger und ihre Augen suchen dann, zucken mal so wieder so ein bisschen hin und her nach irgendwelchen Gefahren. Seid ihr alleine hier? Sind hier noch mehr Leute, die ihr kennt? Ich weiß es nicht. Schaut in den anderen Zellen nach. Sie haben unser ganzes Schiff aufgebracht. Ja, wir haben einige Gefangene befreit. Ich frage nur, falls jemand bestimmt ist. Aber nein, dann werden wir hinterher sehen, wen wir hier eigentlich befreit haben. Kommt. Hab Dank. Und so folgt sie euch. Sie haben die Kaiser Reto aufgebracht und uns alle gefangen genommen. Es war Verrat. Es war Verrat. Wisst ihr von wem? Ich habe eine Vermutung. War Marix. Nur er kann es gewesen sein. Habt ihr auch einen Beweis dafür? Marix. Tja, den Beweis bin ich euch schuldig. Aber er war derjenige, der von unserer Position wusste. Er hat sich abgesetzt. Nur wenige Augenblicke, bevor sie erschienen,
als wüsste er um ihre Ankunft. Zumindest war er bei den Angriffen nicht dabei, aber ich habe diesen Marex nie vertraut. Und da vielleicht ihr noch macht Beweise, ne? Nun, Wort gegen ihr Wort. Dieser Name ist uns nicht ganz unvertraut. Wir hatten auch einige unangenehme Erfahrungen mit dieser Familie. Aber kaum so unangenehm wie die euren. Bringt uns erstmal hier raus. Mich und die anderen. Die meisten der anderen sind schon draußen. Zumindest sollten die den Tunnel mittlerweile schon durchquert haben. Wenn ich jetzt hier, also ich nehme an, wir haben den Rest von dem Trakt hier durchsuchen, da ist niemand mehr. Genau, also das dauert, wie gesagt, einige Zeit, aber ihr könnt dann nach und nach alles aufgeschlossen haben und all diejenigen, die noch leben, befreien. Es sind viele Leute tot, vor allem dann noch viele von ihrem Schiff, also der Kaiser Reto, eine Schivone, wie sie euch dann wohl erzählt, aber diejenigen, die noch da sind, die werden euch begleiten. Erzählt man uns was darüber, was aus dieser Schivone wurde? Zerbombt. Oh. Wenn ich in diesen ganzen Räumen war, für wie brennbar halte ich die ganze Geschichte? Das ist in den Stein eingegraben. Okay, also keine Ich hätte da was. Also mit magischen Mitteln oder mit einem Dämon sicherlich, aber wie gesagt, in den Profan Steinen... Profan keine Chance, okay. Das könnte man auch einstürzen lassen, wenn das Boltax jetzt wollte, aber der ist gerade sehr still. Ich könnte da meine Hilfe anbieten. Naja, also wenn... Ich meine, würde dem Feind schaden, wenn ihr es leicht kaputt bekommt, aber mir fällt kein vernünftiger Weg ein. Scheint alles massiv zu sein. Ein wenig Feuer vielleicht? Hat noch niemandem geschadet, ne? Also ich bin da ganz bei euch, will ich wissen, was ihr vorhabt? Ich glaube nicht. Nein, es würde euch nicht gefallen. Ich weiß, dass vor grob einer Woche haben sie eine ganze Menge Gefangene noch abtransportiert. Ich weiß auch, dass sie meine Herausgabe haben wollten. Sie unterhielten sich direkt vor meiner Zelle. Gondrek sagte aber, dass er mich nicht herausgeben möchte. Daraufhin wurde gedroht, dass er sich wohl mit den Freunden von Dario und Palligan anlegen würde, aber das war Gondrek egal. Er wollte mich behalten. Aber wie gesagt, sie haben viele andere wohl nach Norden gebracht. Sorg dich nicht. Die Zeit deiner Vergeltung wird noch. Gondreks Tage sind gezählt und auch Marex schaut keiner rosigen Zukunft entgegen. Ja, aber wir sollten zusehen, dass wir hier verschwinden, sonst ist unsere Zukunft nicht allzu rosig. Aber lasst euch nicht aufhalten, Serpentilio, lasst euch nicht aufhalten. Mit diesen Worten würde ich gepflegt von Serpentilio weggehen, was auch immer vorhat, ich möchte nicht dabei sein. Unsere Zukunft wird immer scheiße aussehen. Schließlich sind wir Helden, doch unser Schicksal. Habt ihr ein hochseetaugliches Schiff? Naja, Zulamin befindet so schön, so ungefähr das beste Schiff, was, glaube ich, hier ungefähr noch rumsegelt, hier im Norden. Dann müsst ihr mich nach Pericum bringen. Bringt mich immer nach Pericum. Das werden wir, aber erst müssen wir uns um das Ritual am Nordende der Insel kümmern. Wir haben Männer mitgebracht, die euch zu unserem Schiff bringen werden, aber wir müssen weiter. Also gut. Dann kümmert euch darum, was im Norden von hier los ist. Und ich werde in Pericum auf euch warten, oder ihr bringt mich später nach Pericum. Wir werden uns wiedersehen. Ja, wir bringen euch erst einmal zum Schiff, wo man sich um euch kümmern wird. Serpentilio blickt sich noch eine lange Weile um, schätzt das Gebäude ab, besinnt sich dann darauf, dass er doch für wichtigere Dinge gebraucht wird und kommt mit den anderen heraus. Nun, wir haben unsere Gefangenen jetzt befreiten, schätze ich. Dann auf ans Werk. Hm? Und was ist mit dem Piraten, der nach oben gelaufen ist? Was soll er machen? Der wird wohl Gondrek informieren. Und was soll der machen? Er wird wohl kaum 50 Meilen über die Insel marschieren, um die anderen zu warnen. Ansonsten, wenn ihr möchtet, Zulamin, lassen sich da sicherlich Kontingenzen für in Ort und Stelle setzen. Nun,
Es gefällt mir nicht, ihn hinter uns zurückzulassen, aber wenn er uns nachkommen sollte, werden wir damit sicher klarkommen. Soll ich mich der Sache annehmen? Jetzt um den Piraten oder Gondrek? Beides, wenn ihr wollt. Eine schlechte Idee, Jana. Lasst uns abwägen. Der Pirat hat uns gesehen. Somit ist er das größte Problem, oder? Naja, wenn ihr wollt, kann ich einfach da hochgehen und den Mann umbringen. Also, wenn das jetzt die Problematik ist. Vielleicht finden wir oben noch einen handfesten Beweis für Mareks Fuchsäckers Verrat. Mit diesen Worten möchte ich an den anderen wieder vorbeistimmen. Stehen diese Bänke hier noch? Oder finde ich irgendwo anders eine ähnliche Bank? Also Bänke wirst du finden, ja klar, das soll jetzt nicht das Problem sein. Die Abel mir mit dem Frigisfero beschossen hat, die ist auf alle Fälle zerstört. Dann suche ich mir eine Bauart, also baugleiche Bank, möchte sie mit einer Schulter hochheben und dann die als mein Schild missbrauchen, um die Treppe hochzugehen, weil der Bastard mir bestimmt ins Gesicht schießen will. Ja, das ist meine Erwartung. Wenn du nach oben kommst, wirst du den doch relativ kleinen Trakt, Verwaltungstrakt finden. Da sind dann noch verschiedene Gittertüren wieder, die du auch wieder aufschließen kannst, beziehungsweise sie sind schon aufgeschlossen. Und du kannst dann erkennen, vor allem durch Spuren auf dem Staub, dass der Pirat geflüchtet ist, und zwar nach draußen. Ich würde Raffi mit dir gehen. Ich lasse meinen Kumpan aus alten Zeiten hier im Stich. Sehr schön. Ja, ich lasse den Tisch relativ genervt fallen. Ich glaube, der Bastard ist über alle Berge und wir sollten uns wirklich von hier verpissen, weil die Bastarde werden jetzt kommen. Ogre sind doch dumm. Abelmir, du hast 2 Minuten, aber wir sollten uns wirklich von hier verpissen. Ich würde mir den ganzen Schreibtisch und Schränke mal durchsuchen, aufreißen, die Papiere durchwühlen, erstmal grob alles an mich reißen, was ich für wichtig halten könnte. Würde. Dann gib mir mal eine Hauswirtschaftsprobe. Okay. Verwaltung würde ich zählen lassen. Okay. Was hast du für eine Spezialisierung? Ja, habe ich, aber ich muss gerade mal gucken, Hauswirtschaft, was ich da habe. Vorratshaltung hätte ich. Nee, Vorratshaltung. Gut, ich wurf einfach mal. Verwalten wäre das. 5 Punkte. Mhm. Ja, die Piraten würfeln Hauswirtschaftsprobe dagegen und schaffen es nicht zu verstecken. Also die Pergamente, die du dir anguckst, liegen offen auf dem Schreibtisch, einfach nur hingeklatscht. Du siehst das aufgebrochene Siegel von Dario und Paligan. Beziehungsweise nein. Also auch. Es wurde aber ergänzt, und zwar um das Siegel von jemand anderem, den du wohl auch schon kennst. Marex. Ich würde dann den Text bloß überfliegen und diesen Zettel erstmal einstecken. Gut. Los, Abelmir, wir müssen die anderen wieder einholen. Kapitän, wenn ihr mich für 2 Minuten entbehren könnt, nehme ich uns der Ogre-Situation an. Ja, tut das. Danke doch. Der Benhilo sucht sich immer sehr sorgfältig eine Zelle ohne Leichen drin aus. Und, gestorben wurde überall. Gibt keine einzige, in der kein Leichnam drin liegt? Also aktuell liegt da sicherlich irgendwo kein Leichnam drin, aber das heißt ja nicht, dass da, ja, nicht, dass du jetzt auf den falschen Trichter kommst. Nein, sorry, ich brauche nur einen, der jetzt kein Leichnam liegt, weil der Ventilo nicht gerne in der Nähe von Toten arbeitet, okay. Weil, ja. You know. Und dann, Futter, Blut und Sulfurdampf. Ja, Mann, komm herbei. Wir beschwören, mal wieder. Ich weiß, ich bin da auf einem Trip. Wir rufen Daniel Arizel. Ein Yel Arizel. Ein Yel Arizel. Oh, tut mir leid. Jetzt, was kann der? Das ist ein körperloser Dämon, der Leuten Einflüsterungen gibt. Und Ogre sind richtig stratze dumm. So, dankbare Abnehmer für Ängste mehren. Mhm. Mhm. Und erstmal rufen wir ihn. Wir lassen uns natürlich Zeit. Das ist ein. Hallo? Lolgramot. Das ist ein Verräterdämon. Was? Echt? Ja, echt. Falschen im Kopf. Sorry. Wir haben uns natürlich Zeit gelassen, was man an der Spezialisierung ablesen kann. Wir hatten eine 4er Erschwernis, das heißt, wir haben 20 Punkte übrig. Wir investieren 15 Punkte davon, da rein seinen Dienst zu erleichtern und
die anderen in ZFW erhöhen, falls es irgendwie drauf ankommt. Warten ZFW noch um mit 5 Punkten, 2, ich glaube 10 erhöhen oder so. Und also ich dann sehe gehen wir den Joram. Sorry, du musst nur nach Ari. Du musst nach Arisel im WDZ. 225 auf WDZ. Ja, Larisel wird von Beschwörern gerne inmitten einer Beratung von Fonten beschworen. Seine Ratschläge erscheinen den Unbeteiligten zunächst logisch, führen jedoch zudem nach kurzer Zeit zu Streit und Hader. Yel Arisalim, das ist der Plural, haben keine diesartige Gestalt, bla bla bla. Erteilen ihm Ratschläge, die, wenn auch anfangs nicht bemerkt, unweigerlich zu einem Zwist mit Gesprächspartnern führen. Wahlweise kann Yel Arisal eine beliebige Geschlechtseigenschaft des Opfers erhöhen. Körperlosigkeit 2, Spionage 10, Ängste mehren 12, Besessenheit. Ja. Ich meine, ihr hättet mal eine Karte gehabt, in der einer steckt. Wir hatten eine Karte, in der einer steckt. Deswegen bin ich irritiert, dass du den nicht mehr kennst. Ja, du, das ist so lange her. Und die Lollgramm hier, wie hieß das? Nicht Pericum, sondern Romulus. Sorry, wie hieß der Ogre nochmal? Gondrick. Ja, Kindern. Gondrick, ja. Der Mann. Wege dich hinab in den Dorf, finde einen Ogre namens Ondrick. Gondrick, rede ihm ein, dass alle um ihn herum ihm Böses wollen. Sie wollen sich seine Festschmaus aneignen und ihn um ihn betrügen. Dies sollte wohl ausreichen. Sobald dies getan ist, kehre dorthin zurück, woher du kamst. Fort mit dir. Wir machen eine Kontrollprobe für den Dienst Bewegung und Beratung. Von Gegnern. Offensichtlich. Hast du denn Verbindung zum Beschwörer mit? Habe ich nicht. Das ist trotzdem geschafft, dann wir würfeln auf die 20. Und dann geht er und folgt seiner Natur. Ich habe mit Absicht den Befehl relativ freigelassen, damit er das über Spionage, über Ängste mehren, über hast du nicht gesehen. Das Einzige, was wirklich fix ist, ist halt, dass Gondrick sein Ziel ist, right? Und idealerweise wird er jetzt da unten einfach eine Weile um sich wüten. Und dann werden wir schon schauen, ob die Miliz irgendwie was tut. Oder er halt Rudert kaputt macht. Bevor du spürst, dass er aus dem Heptagramm heraustritt, kannst du ihn noch flüstern hören. Wir werden uns wiedersehen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ich freue mich jetzt schon. Dann klopfe ich mir die Robe auf. Blicke nochmal im Gang, nach links und nach rechts. Und dann erlege ich den anderen hinterher. Sulamin hat derweil die Admiralin bis zu dem Loch gebracht und sich schon mal überlegt, wie sie sie da runter bekommt. Naja, nur 2 Meter, das geht schon. Ja, klar, aber man kann sie zum Beispiel nicht an den Armen packen. Das wäre eher ungünstig. Also, wir machen das schon vorsichtig. Ja. Okay. Wie soll es weitergehen? Könnt ihr euch dann wieder sammeln? Gemeinsam mit der Admiralin und sämtlichen anderen Befreiten, Sklaven, Seefahrern, Piraten, nicht unbedingt alles das, was ihr halt in diesen Zellen findet, ausweisen können die sich nicht. Sie behaupten allesamt, dass sie unschuldig sind, und auf der anderen Seite könnt ihr erkennen, wie die 15 zurückgelassenen schwarzen Köche tatsächlich so etwas wie ein Lager aufgebaut haben. Sowohl haben sie sich abgesichert in Richtung des Loches, haben da wohl geschanzt und Äste und Zweige hingelegt, sodass sie gut schießen können, aber auch, dass sie selbst nicht von außen beschossen werden können, haben da so tatsächlich nach außen und nach innen abgesichert, haben weitere Wachposten zum Rande der Klippen positioniert und können dann eben die Flucht gut organisiert in Richtung Westen gemeinsam mit eurem Nostrianer begleiten, denn ja, die Leute brauchen selbstverständlich auch wieder Hilfe, auch auf dem Knüppeldamm. Und da würde sich dann der Nostrianer wieder anbieten. Ja, ich würde sagen, wir brechen erstmal mit ihnen gemeinsam auf. Also und gehen noch ein Stückchen mit in Richtung Westen für den Fall, dass wir unmittelbar da nochmal angegriffen werden. Aber sobald klar ist, dass uns jetzt nicht unmittelbar noch irgendjemand nachkommt, biegen wir dann nach Norden ab. Ja, durch die Beschwörung des, wie hieß er, Yesh? Yel Arisel. Yel Arisel. Durch die Beschwörung von Yel Arisel habt ihr auf alle Fälle nicht den Piraten verhindert, aber der wird Meldung bei Gondrick machen und Gondrick hat dann alle Hände voll zu tun, Rolat auseinanderzunehmen. Da habt ihr dann also zumindest keine nachfolgenden Rolattis hinter euch. Meine Hoffnung ja, ist es ja, dass die Dorfbevölkerung sich irgendwie zusammenrottet und Gondrick abmurkst, aber wer weiß das schon. Ja.
Was auch immer dann in Rulat passieren wird, ob Gondrik die Zeit überdauert, das ist ein anderes Abenteuer. Ihr könnt dann sicherlich noch eine Stunde die Leute auf dem Knüppel dann begleiten, bis ihr dann feststellt, dass ihr nicht verfolgt werdet. Lasst dann die restlichen Leute von dem guten Kalfater begleiten und auch die schwarzen Köche könntet ihr an der Stelle abgeben oder aber ihr nehmt sie mit. Ja, also ich würde sagen, hier trennen sich dann unsere Wege, ne? Ich werde den Rest ganz gut alleine bewerkstelligen. Da hinten sehe ich auch tatsächlich schon unser Schiff. Also wenn die dann mit den Beibooten zurande kommen, dann wird unser Schiff relativ voll werden. Das sage ich euch mal so. Aber im Prinzip haben wir es geschafft, ne? Vielleicht, Kapitän, ja, solltet ihr sehen, ob wir nicht einen Teil der Mannschaft eingemeinden können. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber gib den Leuten erst einmal Zeit, sich zu erholen. Aber es sind viele Seeleute dabei. Vielleicht möchten sie sich unserem Kampf anschließen und wir haben gerade ein neues Schiff akquiriert, das unterbesetzt ist. Tja, ich weiß nicht, ich kann nicht für alle meine ehemaligen Mitglieder sprechen, ob sie sich dem Kampf wieder anschließen werden, aber ich werde, sobald ich in Perikum auftauche, mir ein neues Schiff organisieren und dann selbstverständlich den Kampf wieder in Richtung, nun ja, Marix tragen. Paligan und all seiner Brot. Dafür brauche ich den einen Namen nicht. Es wäre vielleicht gut, wenn ihr ein gutes Wort für den Wertenabel mir hier einlegt. Er ist in Perikum nicht gar so gut gelitten, wie ich verstehe. Das sind alte Missverständnisse. Nun, umso besser, wenn jemand von gutem Leumund sie für euch ausräumt. Und in Zukunft werden wir generell mal im Perikum meinen Besuch abstatten. Ich denke, das wird in ziemlich naher Zukunft liegen, oder nicht, Kapitana? Ja, ich denke auch. Ich denke, sobald wir diese Sache im Norden geregelt haben, werden wir die Admiralin dorthin bringen. Mir ist selbstverständlich euer Name ein Begriff, Abelmir, ihr Morenes. Ihr habt damals den Maler Eldan Gorbas befreit. Ja, wirklich dafür kennt sie dich? Sorry. Und wohl auch diesen Jalan. Ja, wie gesagt, alte Missverständnisse. Es war damals notwendig. Nun, der ehemalige Admiral ist bereits gestorben. So wie ich verstanden habe, soll er nun als Untoter erhoben die Feinde kommandieren. Aber das sind bisher Gerüchte, die ich gehört habe. Ich werde mein Bestes tun, um euch von den Steckbriefen der Perlenmeerflotte streichen zu lassen, durch eine sichere Einfahrt in den Hafen zu organisieren. Immerhin ist euer Vergehen mit der Gezeitenspinne schon viele, viele Jahre her. Nichts, was verjähren würde, aber habt ihr doch andere Heldentaten vollbracht, die uns ebenso nicht unbekannt gewesen sind. Zudem habt ihr mich gerettet. Ihr werdet sicherlich noch einiges über uns hören, sobald wir wieder im Perikum sind. Ja, Marix hat eine Intrige gegen uns geplant und was weiß ich, wie viele Lügen ersonnen. Wir haben einige ihrer Dokumente sichten können. Es scheint wohl eine Anklage oder ein Prozess gegen uns vorzubereiten, aber das ist auch etwas für die Zukunft. Die Familie Marix ist groß und mächtig, aber mit der Admiralität wird sie sich trotzdem nicht abgeben oder messen können. Auch wenn sie selbst war Marix als Sohn von Ola bei uns in den Reihen stationiert haben. Wir werden trotzdem dafür sorgen, dass dies das letzte Spiel war, was die Sphinx gespielt hat. Sag, wenn ihr dann ausfallen würdet oder als verschollen geltet, wer wäre der Nächste, der für den Posten des Admirals in Betrachtung werden würde? Tja, es sind eine ganze Menge, die auf den Posten gierig sind. Wir haben Vize-Admiralität. Die würde sicherlich nachrücken. Aber nun, ich bin verwundet, aber nicht gebrochen. Ihr meint, ob Warmarix nachrücken würde? Meines Wissens nicht, nein. Oder vielleicht jemand, den er als Vertrauten sieht. Warte mal einen Moment. Ich würde mal um die Zelle rauskramen irgendwie und mal genau, ganz genau durchlesen. Ich glaube, das wird sein Schicksal besiegeln. Ich würde die Zelle mal rumreichen.
Dorf schied. Mit der Demoralisierung der Admirellen hast du vortreffliche Arbeit geleistet. Nun gilt es, die Perlenmeerflotte an der Kurzleine zu halten, denn der große Plan entfaltet sich. Trage Sorge, dass dieser Schatten einer Admiralin in den nächsten Monaten ihr Amt nicht wird ausführen können, damit dein Mann in der Flotte das Kommando übernimmt. Ich will die garetischen Schiffe dort wissen, wo sie jetzt sind. Faulend im Hafen von Pericum. Darunter ist ein Symbol. Kennen wir das? Das ist der Krake von Palligan. Dann sieht man, dies ist das Symbol von Darion Palligan. Der Bund der Untiefen. Ich bin immer wieder fasziniert. Leute tun so etwas und schreiben es dann auch noch auf? Nun ja, manche Leute müssen halt miteinander kommunizieren, um Befehle zu halten und ausführen zu können. Dann werde ich mir, wenn wir in Pericum sind, ich werde mich mit Ehrenbrand von Hardenfels unterhalten. Er wird mir eine ganze Menge erklären müssen. Vielleicht schließen wir, ihr könnt euch natürlich schon Gedanken machen, solltet ihr auch, aber wie wir in Pericum agieren, sollten wir uns vielleicht nach Rulat überlegen. Möglicherweise ist es auch von Vorteil, wenn wir nicht gleich präsentieren, dass die Admiralin wiedergekommen ist. Ich dachte mir schon, dass eure Fragen einen Grund haben. Aber ja, lasst uns das besprechen, wenn wir uns um das Ritual gekümmert haben. Hier, nimmt das. Ich würde der Admiralin mit der verbundenen Hand mal jetzt diesen Zettel reichen. Das würde euch helfen. Sie steckt ihn sich an den Gürtel. Also gut, dann bleiben wir so lange auf dem Schiff, ist das eures, bis ihr wieder auftaucht. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Dann wünsche ich euch alles Glück der Götter, auf dass ihr den Kampf gemeinsam mit meiner Rache nach Norden tragt. Ich weiß zwar nicht, wer oder was dort passiert und wer dort anzutreffen ist, aber etwas Gutes können sie nicht im Schilde führen, wenn sie Teile meiner Mannschaft dorthin mitgenommen haben und auch mich hätten haben wollen. Aber Dankbarkeit verspüre ich nicht gegenüber Gondrek, dass er mich nicht herausgegeben hat.